Die Wasserspinne Argyroneta aquatica ist die einzige unter mehr als 48.000 Spinnenarten weltweit, die dauerhaft unter Wasser leben kann. Als paläarktisch verbreitete Art ist sie auch bei uns in Deutschland zu finden, zum Beispiel im Nationalpark Schwarzwald. In solchen nährstoffarmen und sauerstoffreichen Karseen fühlt sich diese Spinnenart wohl. Hier in solchen wasserpflanzenreichen Seen kann sie dank ihres Spinnvermögens zwischen untergetauchten Torfmoosen unter Wasser Luftreservoire anlegen. Und dort konnten wir sie im Herbst 2019 mit einem Kescher erbeuten. Die Spinnen können unter Wasser schwimmen, sie müssen aber gegen den Auftrieb der Luftblase arbeiten und hangeln sich deshalb meistens an Wasserpflanzen entlang, um Energie zu sparen. Um sich dauerhaft unter Wasser aufzuhalten, bauen die Spinnen zwischen Wasserpflanzen ein Gewölbe aus Spinnfäden, in das wiederholt Luft eingebracht wird, bis eine geräumige Luftkammer als Wohnglocke dienen kann. Diesen Vorgang wollen wir uns in Ruhe anschauen. Hier sieht man eine weibliche Wasserspinne, die bereits ein loses Gespinst unter Wasser angelegt hat, in das sie nun mehrfach hintereinander Luftblasen bringt, die sie von der Oberfläche holt. Um ihre Wohnglocke mit einem ausreichenden Luftvorrat zu füllen, muss die Spinne mehrmals an die Wasseroberfläche, wo sie mit gezielten Bewegungen der besonders bestachelten und behaarten Hinterbeine ruckartig Luft unter Wasser reißt. Dann schafft sie diese große Blase gegen den Auftrieb nach unten und streift einen großen Teil der Luft mit den Hinterbeinen in die Glocke ab. Unter Wasser ist der Hinterkörper der Spinne von einer silbrig glänzenden Lufthülle umschlossen. Das liegt an der besonderen Behaarung, die über reine Adhäsionskräfte eine Lufthülle bindet. Diese Luftblase funktioniert dann als physikalische Kieme. Die Spinne nimmt daraus Sauerstoff auf und dieser wird aus dem umgebenden sauerstoffreichen Wasser nachgeliefert. Immer wieder werden weitere Fäden an den Wasserpflanzen befestigt, um die Luft sicher unter Wasser zu halten. Und nochmal wird Luft geholt und in die Glocke eingebracht. Hier werden Spinnfäden mit Hilfe der Beine aus den Spinnwarzen gezogen und an den Pflanzen befestigt. Inzwischen ist die Wohnglocke bereits so groß, dass die Spinne hineinpasst und sich dort beispielsweise zum Putzen aufhält. Hier sieht man im Vordergrund Spinnfäden unter Wasser.
wieder werden mit den Beinen Spinnfäden abgestreift und an den Wasserpflanzen befestigt. Um sich zu häuten, um sich zu paaren und um ihre Eier in einen spinnentypischen Kokon abzulegen, bauen Wasserspinnen jeweils eigene Glocken. Wenn die Glocke fertig ist, wird die Wasserspinne einen Großteil ihrer Zeit in der Wohnglocke verbringen. Sie verlässt sie dann zum Jagen und kommt zum Aussaugen der Beute normalerweise wieder in die Glocke. Zum Jagen schwimmen Wasserspinnen häufig dicht über dem Grund. Dabei führen vor allem die Beine des zweiten bis vierten Paares Schwimmbewegungen aus, während die Vorderfüße den Untergrund abtasten. Die meiste Zeit halten sie sich aber an der Unterwasservegetation fest. Wir hoffen, dass sich in den Karseen im Nationalpark die Wasserspinnen weiterhin gut entwickeln und so als große Besonderheit im Spinnenreich erhalten bleiben.